Effendi! Effendi! Ich glaube, er will uns einholen. Wir waren schon vor Sonnenaufgang aus dem Hause Hulams in Edirne aufgebrochen. Es galt der Spur Barut el-Amassads, der mit Hilfe Manach el-Barschas und des Gefängnisschließers geflohen war, möglichst schnell zu folgen. Es ist Malhem, der Reitknecht Hulams. Haben wir was vergessen, Sidi? Ich habe nie so viel besessen, als dass man es mir mit einem Lastpferd hätte nachtragen müssen. Salam, Effendi. Salam. Ich soll euch Grüße von meinem Herrn sagen und dieses Pferd übergeben. Ihr seid heute Morgen so schnell aufgebrochen, dass er es vergessen hat. Dein Herr ist sehr gütig. Aber wir sind versorgt. Bist du sicher, Sidi? Effendi, ich soll euch das Pferd nur übergeben. Allah gebe euch eine gute Reise. Salam. Soll ich mal nachsehen, Sidi? Nein, jetzt nicht. Wir müssen weiter. Hopp. Salam. Salam. Gibt es in diesem Ort, den Allah segnen möge, einen Bekchi? Also, gibt es einen Nachtwächter? Erst Geld. Erst die Antwort. Ja, gibt. Wo kann ich ihn finden? Erst Geld. Erst die Antwort. Am Brunnen. Wo wohnt denn der Bekchi? Erst Geld. Erst die Antwort. Da. Rose von Ortaköy. Wohnt hier der Bekchi? Ja. So darf ich annehmen, dass er so glücklich ist, dich seine Frau zu nennen? Seine einzige. Dann ist er sicher zu Hause. Nein. Oh, kannst du mir sagen, wo er zu finden ist? Da. Aha. Ich danke dir für deine Freundlichkeit, Rose von Ortaköy, und versichere dir, dass ich auch zum Nachtwächter würde, wärst du mein Weib. Du aber nimm nicht in Acht, dass ich nicht zum Färber werde. Ich verspüre große Lust, dir den Hintern zu bläulen. Du bist also selbst der Bekchi. Das bin ich. Warum sagst du das nicht gleich? Das hat mich niemand gefragt. Sidi, erlaubst du, dass ich diesem Gauner eine Frage vorlege, die er beantworten kann, ohne Geld dafür zu bekommen? Zuerst muss ich ihn noch etwas fragen. Hast du während der vergangenen Nacht gewacht? Ja. Sind Fremde durch Ortaköy geritten? Darf ich nicht sagen. Das ist Amtsgeheimnis. Bring mich zum Ortsvorsteher. Du bekommst keinen Para mehr. Wenn du eine Amtsperson bist, ist es deine Pflicht, mich zum Kjaja zu bringen. Dann müsst ihr nachts wiederkommen. Warum? Weil jetzt Tag ist. Ist der Kjaja tagsüber nicht da? Ich bin Nachtwächter. Jetzt habe ich frei! Frage, Effendi. Ich gebe ihm die amtliche Erlaubnis zu antworten. Wie lange hast du in der letzten Nacht gewacht? Von Abend bis morgen. Kamen Fremde ins Dorf? Nein. Es sind auch keine durchgeritten? Nein. Aber vielleicht Leute, die du kanntest? Nein. Du lügst. Der Kaya hat dir ein Zeichen gegeben. Ich habe kein Wort gesagt. Du weißt sehr wohl, was du gemacht hast. Ich habe es gesehen. Dass ihr die drei Reiter gesehen habt. Wahrscheinlich sogar habt ihr mit ihnen gesprochen. Andernfalls solltest du dir einen anderen Nachtwächter nehmen.
der nicht alles verschläft. Ich warte hinter dem Dorf auf euch, im trockenen Bach. Aber 10 Piaster müsst ihr mir geben. 5! 10! 5! Das Geld, Effendi. 10 Piaster, wie ich gesagt habe. Wenn du uns betrügen willst, sieh dich vor! Wie sollte ich das wagen? Maschallala, 5 gegen einen. 6! Ja, wenn du dich doppelt rechnest. Na komm! Drei Reiter kam er nachts durch Ortakü. Sie trafen auf den Bekchi und ließen sich zum Kjaja geleiten. Sidi, ein Teil unserer Staatsgewalt ist verloren gegangen. Wo ist der Mann? Nach Hause. Und das lässt du zu? Er ist mein Vorgesetzter. Haben die drei mit dem Kjaja gesprochen? Sie tauschten ein Pferd aus. Sie ließen ihm einen braunen Ehrgabin in seinen Schimmel. So sind sie also mit 3 Schimmeln wieder weggeritten. So ist es. Weißt du, welchen Weg sie einschlugen? Nach Mastanli, Effendi. Das ist aber noch nicht alles. Gegen Mittag kam einer hier an, der sich genauso wie ihr nach den 3 Reitern erkundigte. Er ließ sich zum Kjaja bringen und ritt nach kurzer Zeit wieder weg. Den anderen hinterher. Er schien es sehr eilig zu haben. Wie sah er aus? Er trug einen roten Fes mit einer Rose. Langes graues Binisch, rote Schuhe. Auf der linken Backe hat er eine Narbe. Und keinen Bart? Außer einem Bieg bartlos. Er ritt ein braunes Pferd, das sehr spitzte. Ich danke dir. Ich sehe, dass dir die Auskunft einiges wert ist. Wenn du mir versprichst, niemand zu sagen, von wem du es weißt, will ich dir noch etwas anvertrauen. Ich verspreche es. Der Kjaja hat in Ismilan eine Schwester. Deren Mann ist der Bruder der Frau des Schutz. Kennst du diesen Mann? Ja, er ist Waffenschmied und unterhält eine Kaffeestube. Sein Name ist Desilim. Immer wieder tauchte dieser Name auf. Der Schutz. Niemand nennt ihn laut. Jeder, der ihn erwähnt, flüstert. Sollte er das Haupt der Bande von Verbrechern sein, deren hervorragende Mitglieder wir gerade jagten? Ich werde versuchen, den Mann einzuholen, der hinter den Reihen her ist. Dann müssen wir uns trennen. Ja, ihr reitet weiter nach Mastanli. Auf dem normalen Weg. Und ich suche eine Abkürzung. Was glaubst du, was er von Ihnen will? Ihnen mitteilen, dass wir uns befreit haben. Er will Sie warnen. Spätestens in Mastanli sehen wir uns wieder. Jetzt möchte ich endlich wissen, was alles in dem Packtasche ist. Später, Halle, später. Halte dir deine Gesundheit. Er schütze dich. Wer bist du? Ein Bettler. Reitet ein Bettler so ein Pferd? Wie nennt man dich? Jaffis. Wie ist dein Name, Fremder? Karabenemsi. Oh, ist ein sehr merkwürdiger Name. Setz dich zu mir. Brauchen wir ein Pfeifchen? Hast du Tabak? Ja. Guten? Djebeli. Djebeli? Oh, das ist ein Duft, der über den der Rosen geht. Rauchst du ihn gern? Ich habe ihn nie gerochen. Ich kenne ihn nur aus Erzählung. Für uns arme Leute ist das kein Genuss. Ich bin auch nicht reicher als du. Hast du ein Pfeifchen? Ja. Allah, wird ein alter Mann keinen Chipuk haben? Djebeli. Djebeli. Bist du ein Pascha? Oder ein Minister. Beschreibe mir den Weg nach Mastanli.
Du bist davon abgekommen. Du musst zurück nach Ortaköy. Und da aus immer dem Lauf der Arta. Nein, ich will die gerade Linie nach Mastanli. Das ist zu schwierig für einen Fremden. Da. Wo will er denn hin? Nach Hedarne. Und du lässt das zu? Er ist mein Vorgesetzter, Herr. Aha, dann hat er sich also den Befehl gegeben, nach Hause zu reiten und dir noch ein Weilchen mit uns die Verbrecher zu jagen. So ist es, Herr. Allah! Dann werden wir dich in die Mitte nehmen, damit du nicht auch noch anfängst, dich herumzukommandieren. Ha! Halt! Ein Duft. Da drüben, da wohnt mein Bruder Jimin. Er ist Schmied. Du kannst das Haus nicht verfehlen. Er geht durch die Nase und die Sonne durch den Morgen. Mein Bruder Jimin ist ein Eingeweihter. Aber mit den Männern in den Bergen hat er schon lange nichts mehr zu tun. Siehst du, so schwebt die Seele des Gerechten in den Himmel ein. Mein Bruder kennt ihre Zeichen, die sie untereinander haben. Von Jimin kannst du alles erfahren. Alles. Du Jimin, der Schmied? Ja, ja. Du bist überfallen worden. Ja. Ja. Komm. Warst du allein? Weißt du, wie viele es waren?
3. Hast du sie vorher schon einmal gesehen? Einen, ja. Weißt du seinen Namen? Nein. Alle ritten Schimmel? Ja, weißt du das? Du siehst deinem Bruder wirklich sehr ähnlich. Ja, wir sind Zwillinge. Ich soll dir Grüße von ihm ausrichten und Jafis ist 5 Jahre älter. Sind das seine eigenen Worte? Ja. Ihr werdet irrtümlich immer für Zwillinge gehalten. Er vertraut dir aber sehr. Ja. Er sagte mir das, damit auch du mir vertraust. Weißt du jetzt, wie der Mann heißt, den du wiedererkannt hast? Manach El Barsha. Erwartest du jemanden? Ja, einen Reiter, der den Dreien hinterherjagt. Aber es ist möglich, dass er schon vorbei ist. Hier ist niemand vorbeigeritten. Wie willst du das wissen? Du konntest es nicht sehen. Ja, ich hätte es gehört. Ich habe die ganze Zeit über gelauscht. Dich habe ich auch gehört. Deshalb habe ich versucht, mich zu bewegen, als du vorbeikamst. Wenn du mich nicht gefunden hättest, in ein paar Stunden wäre ich erstickt. Es wird dunkel. Erlaubst du, dass ich ein Feuer mache? Ja. Schlaf auf dem Bauch. Und versuch ja nicht, dir einen Marschbefehl in die Heimat zu geben. Nein. Sie ändern das Erkennungszeichen immer wieder. Ich werde es dir verraten. Die Eingeweihten erkennen sich jetzt an der Kopcha, die sie ganz offen tragen. Trägt man sie am Fez? Ja, genau. Ist es eine silberne Rose? Wer weißt du das? Ich vermute es. Weil ich dieses Zeichen bei einigen Leuten beobachtet habe, von denen ich weiß, dass sie zu den Eingeweihten gehören. Ja, früher waren es vor allem Leute, die sie aus politischen Gründen in die Berge zurückziehen mussten. Heute sind es hauptsächlich Gesetzlose. Hörst du? Das wird er sein. Ja. Versuch, ihn hier reinzulocken. Ja. Ich gehe runter zum Bach. Wenn er vorbeireiten will, falle ich ihm in die Zügel. Sawul! Ist da wer? Ich bin hier fremd. Komm raus, ich muss dich etwas fragen. Komm du doch rein, wenn du was von mir willst. Ich bin zu Pferd. Das bitte ich dich draußen zu lassen. Bist du jetzt bereit, mir eine Auskunft zu geben? Frag das so viel du willst. Ich antworte dir erst, nachdem du mir einen guten Abend gewünscht hast. Allah segne dich, deinen Bart, den Blasebalg und deine Grobheit. Sind hier 3 Reiter vorbeigekommen? Wann? Das will ich ja gerade von dir wissen. Was geht das dich an? Ja. Sie waren sehr freundlich zu mir. Sie haben mich auch gebeten, niemandem zu sagen, dass sie da waren. Wenn du jetzt in böser Absicht ihnen hinterherreitest, dann werde ich sie nicht verraten. Du bist der dümmste Mensch, den ich je gesehen habe. Aber du kannst beruhigt sein. Es sind Freunde von mir und ich reite ihnen nach, um sie zu warnen. Vor mir? Zum Teufel! Da lasse ich dir den Vortritt. Was willst du von mir? Dich hindern, das zu tun, was du vorhast. Mit welchem Recht mischst du dich in meine Geschäfte? Weil sie manch einer mit seinem Leben bezahlt. Du verwechselst mich. Gib die Tür frei, ich muss jetzt weiter. Nicht, bevor ich Barud el-Amassad gefangen habe. Ist mir unbekannt. Und Manach el-Barsha kennst du auch nicht? Nein. Warum wolltest du sie warnen? Ich habe schon gesagt, dass ich sie nicht kenne. Ich glaube, ihr seid ganz gewöhnliche Räuber, aber ich habe kein Geld. Geh mir aus dem Weg. Wir sind ehrliche Leute hier. Bist du von der Polizei? Die wird spätestens morgen Mittag hier sein. Ich bin nur vorausgeritten.
So lange kann ich nicht warten. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben. Was wollt ihr? Mein Name ist Pimosa und ich bin ein friedlicher Reisender. Warum bist du dann mit dem Dolch auf mich losgegangen? Ich dachte, ihr wollt mich überfallen. Wir sind ehrliche Leute. Dann lasst mich doch gehen. Ich habe dringende Geschäfte mit dem Färber Boschak in Schnibaschlü. Ich bin ein ehrlicher Mann. Ja, du weißt es doch. Der Färber Boschak kann es beweisen. Er wird euch sagen, dass ich nicht der bin, den ihr sucht. Ich werde hinreiten. Aber beeil dich. Sage, dass ich hier bin und dass ich aufgehalten wurde. Frag ihn nach dem Tuchhändler Pimosa und er wird dir sagen, dass er mich heute erwartet hat. Morgen früh. Mach dir keine Sorgen, Effendi. Ich werde den Gefangenen bewachen wie meinen Augapfel. Niemand außer deinen Begleitern bekommt ihn zu sehen. Sag Hatschi Hale, wir sollen mir auf dem schnellsten Weg folgen. Ja. Spätestens in Mastanli wird er mich finden. Ja. Ich muss mir diesen Borschak noch unter die Lupe nehmen. Allah segne dich. Allah sei die Sonne auf deinem Weg. Es ist ein Pferd, wie der Satan. Lass mich frei, ich gebe dir Geld! Viel Geld! Auf meinem Weg zu Boschak hatte ich einen Begleiter gefunden, er war Buchhändler und hieß Ali, der mir sein Herz ausschüttete. Er war verliebt in ein Mädchen, dessen Vater sie aber einem anderen versprochen hatte. Er heißt Mosklan. Eigentlich ist er ein Rosskamm, aber man munkelt so allerlei über ihn. Iqbela mag ihn nicht, sie kann die Narbe nicht leiden. So ist er entstellt? Das kann man nicht sagen. Er hat eine Narbe auf der linken Backe. So ungefähr. Aha. Aber dafür hat er viel Geld und das ist für Boschak wichtiger. Wer ist denn Boschak? Der Vater des Mädchens. Er ist Färber in Schnübaschli, wo du hin willst. Aber er lebt hauptsächlich vom Schmuggel. Manchmal glaube ich, die stecken alle unter einer Decke. Boschak, Mosklan und der Waffenschmied Desilim. Kennst du den näher? Nein. Iqbela sagte mir, dass er öfter zu ihrem Vater kommt. Da wurde ich eifersüchtig. Aber ich bin auf jeden eifersüchtig, der einfach in das Haus gehen kann. Ich darf es nicht betreten. Darum ist es so schwer, Iqbela zu treffen. Ja, jetzt trennen sich unsere Wege. Willst du mir einen Gefallen tun? Ja, gern. Du kannst ganz einfach in das Haus Boschaks gehen. Das fällt nicht auf. Er ist auch der Bäcker. Und wenn du Iqbela siehst, sagst du ihr einen Gruß von mir, aber das darf niemand merken. Und am Sonntag an der gewohnten Stelle. Ja, du kannst dich auf mich verlassen. Welches ist denn der kürzeste Weg? An der Ruine vorbei. Aber reit lieber außen herum. Drinnen sind böse Geister. Ich fürchte mich nicht. Niemand traut sich seit Jahren dort hinein.